HeroQuest, wir sind zurück. Wir sind back in business. Also, letzte Mission gut abgeschlossen. Ja, haben wir. Wir haben kräftig Kohle gesammelt. Die Frage ist nämlich, warum war unser Dwarf nicht dabei, unser Bumsti? Mit dabei war das Bock, mit dabei war auch unser Gundolf. Ja, mit dabei war auch unser Baba-Papa. Aber Bumsti war nicht mit dabei. Und das ärgert mich ein bisschen und ich verstehe nicht ganz, warum. Ist der jetzt wirklich gestorben? Kann ja nicht sein, dass der jetzt tot ist, oder? Sehen wir das da drinnen? Nicht in Play. Er war nicht in Play. Warum war er nicht in Play? Jetzt ist er in Play normalerweise. Alle vier in Play. Aber wir gehen natürlich noch nicht in unsere nächste Mission, in unser nächstes Level. Wir machen jetzt mal ein bisschen was Gutes für unseren Geldbeutel. Also, Baba Baba hat 300. Wir wissen jetzt mal, unser Plate Armor haltet extrem viel aus. Super. Schild kostet nur ein Hunderter. Können wir aber natürlich nicht verwenden, wenn wir den Crossbow in der Hand haben. Unser gutes Schild, ein Broadsword, kostet 250. Also Schild, unser Schwert. Und die Battle Axe können wir uns nicht leisten. Ist aber wahrscheinlich dann ein Zweihänder, genauso nehme ich an wie unser Broadsword, unser Broschwert. Die Axt, 150. Handaxe, sicher eine Einhandaxt. Und ein Speer, 150. So, wie starten wir unseren Baba-Baba aus? Ich weiß noch immer nicht, was das Toolkit ist, aber das leisten wir uns momentan nicht. Wir haben keinen Helm auf, der kostet 120, dann hätten wir noch 180. Für 180 könnten wir uns ein besseres Short Sword kaufen. Machen wir. Short Sword. Helm. Kann ich den zurückgeben? You already own that. Nein, ich kann ihn nicht zurückgeben. Gut, damit haben wir jetzt Super Plate Armor gekauft. Passt, ist in Ordnung. Unser Bumsti hat kein Geld, war nicht mit dabei. Unser Spock, der hat 350 Kohle. So, Spock. Zaubert gern, macht alles gerne von der Entfernung, hat aber keinen Armor, wird sehr leicht angegriffen natürlich dadurch. Das heißt, wir kaufen dem einen Helm für 120. Er braucht einen Helm einfach einmal. Und ein Schild für 100 kann kein Fehler sein, kann kein Fehler sein. Und für 130 kaufen wir ihm jetzt noch eine Nahkampfwaffe. Und zwar, schöner Schmoren, geht jetzt nur das Staff. Sicher besser als ein Watschen mit der Hand, also ein Staff. Und dann haben wir noch den Wizard, unseren Gundolf. Gundolf hat 320 Kohle. Gundolf macht alles von der Ferne. Wenn es aber mal nahe geht, hat er ein Problem. Den Zauber halten wir jetzt mehr aus. Mehr natürlich. Den Zauber halten wir natürlich mehr zurück für die großen Gegner. Crossbow 350 geht sich gerade nicht aus. Gundolf kriegt von mir genauso einen Helm. Gundolf kriegt von mir genauso ein Schild. Jo, so sieht's aus. Wir haben's. Wir haben's. Schauen wir doch nochmal rein. Es sind alle vier in Play, alle vier aktiv. Und wir gehen in die nächste die nächste Quest. Wir nehmen jetzt Feuer, der war gar nicht so schlecht, und jetzt nehmen wir mal Wasser dazu. Und jetzt ist die große Frage: Wir haben das Gold uns geholt, jetzt nehmen wir die nächste Quest. Mellor's Maze. Mellor's Maze, long ago, powerful sorcerer, by the name of Mellor. Mellor, sagen wir mal, heißt Mellor. Created a talisman which would enhance the wearer's understanding of magic. Kept the talisman with him at all times, fearing it might be stolen and used by the Alice of Morkar. It is said that he left the talisman in this laboratory at the heart of his maze. Mellor's Maze is guarded by many traps. Super, viele Fallen and magical guardians und viele magische Wächter. It is rumored to be haunted by those who have sought the talisman and perished in the attempt. I understand, Mentor. Okay, also wir messen jetzt mal diesen powervollen Sorcerer
also besser gesagt, diesen Talisman eigentlich suchen, der bewacht wird hier, so ich das rausgelesen habe, von vielen Fallen und magischen Wächtern. Na, servus, ich verstehe. So, gewürfelt und wieder ist der Bumsti nicht dabei. Können nur drei Leute da dabei sein, erst können spätere Quests erst vier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir haben ihn nicht dabei. Auf jeden Fall, Baba Papa, du gehst mal raus hier. Na super. Erstes Skelett. Von der Hinterseite. Jetzt mal mit unserem Short Sword. Also Helm aufsetzen, bitte, natürlich. So. So. Attack. Skeleton. Super. Der Enemy survived. Das hätte ich nicht gedacht. Ich gedacht, mein Schwert wird ein bisschen mehr hergeben. Gut. Wir würfeln. Spock. It's your turn. Wir könnten natürlich jetzt den Zauber aufgehen. Hier hinter ihn. Und versuchen ihn natürlich auch zu attackieren. Wir müssen ihn attackieren. Und er hat überlebt. Tolle Truppe. Läuft. Nächste Runde. Gundolf. 5. Oh, das geht sich gerade aus, dass er durchs Tor reingeht. Und auch er kann Skelett. Achso, Achtung, wir haben die Waffen, wir haben nichts ausgerüstet. Achtung. Gundolf. Schild. Helm. Ah, das habe ich beim Spock vergessen. Schild und Helm. Ich muss am Anfang immer ausrüsten. Und Attacke. Mit deinem Faustkampf. Mit der bloßen Faust besiegen. Aber mit einem Barbaren, mit einem Schwert in der Hand nicht. Okay, gut. Gut, ist schon gut. Ist schon gut. Ist schon gut. Okay. Zack. Gut. Da ist jetzt ein Sessel. Also da können wir jetzt mal ohne weiteres einfach neu würfeln. Da ist jetzt ein Sessel. Das suchen wir mal durch. Discover Mellor's Key, locked in the floor. When you pull it free, the throne slides aside. Okay, wir haben einen Schlüssel gefunden und wenn wir den drücken, dann geht der Throne auf die Seite. Ja, und der gibt eine Tür frei. Gefährlich, was auch da drinnen noch ist, wir haben nach wie vor nicht geschaut, gibt es dort Traps? Na, haben wir nicht geschaut. Und gefährlich, wir haben auch nicht geschaut, ob es irgendwelche Türen noch gibt, aber wir gehen jetzt einmal. Wir gehen jetzt trotzdem mal mit dem da durch. Oh, 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 oh. High-End Animated Alchemy ist hier. Achtung, wir gehen nur einen Schritt auf die Seite und schauen zuerst einmal, ob wir irgendwas finden da. Traps oder sonst irgendwas. Nichts. Wir gehen bedacht vor, meine Freunde. Bedacht. Der Baba schafft es nicht einmal durch die Tür. Wir lassen da, weil wenn ich jetzt da reingehe, kommt der andere nicht mehr durch. Spock schafft es durch die Tür. Und kann nach vorgehen, das sind keine Traps, ich habe durchsucht. Und kann schauen, ob es da was gibt. So, you felt the pressure of a trip, wire against your leg. Und wir haben schon wieder einen Crossbow abgekriegt und ein Lebenspunkt weniger. Dankeschön für nichts. Gundolf. Es ist immer so, dass ich mit meine schlechten Leuten nicht vorausgehen will und der andere so wenig würfelt. Bleiben wir da. Baba, 3. Schauen wir noch einmal, wie haben wir schon geschaut, gell? Ja, passt, okay. 8. Ich gehe nicht voraus. Nein, ich bleib da. Ich will mit dem Papa voraus da reingehen. 5, das reicht. Okay. Einen Step auf die Seite und durchsuchen nach Fallen. Wir haben wieder diese Potion, diese Widerstandspotion gefunden, die wir beim letzten Mal ja gar nicht eingesetzt haben, gell? Ob ich die eigentlich bleibt, ist dann alles da drinnen? Na, gell? Na. Jedes Level neu. Das heißt, ich kann die sehr wohl einsetzen, die Sachen. Ich brauche da nichts sporen. Gut.
Da gehen wir noch hinein. Und auf die, da können wir eigentlich, haben wir da schon noch Türen durchsucht? Keine Traps. Ich muss aufpassen da drinnen, weil das ist gestanden, viele Fallen. Keine Fallen, also weiter. Das war blöd. Jetzt komme ich nämlich mit den anderen Batterien nicht aus. Mein Gott, ich bin oft so blöd bei den Sachen. Ich habe schon durchgesucht, gell? Aber jetzt komme ich mit den anderen nicht vorbei. Wie schaut es denn generell aus? Wo sind wir noch? Ui, ganz rechts oben, da sind wir unterwegs. Und da gehen wir jetzt nach links. Können wir aber nicht, weil ich vor der Tür stehe. Nee. Naja, ich war ja nicht weit gekommen. Komme ich nicht runter? Super. Komme ich auch nicht weiter. Gut, jetzt muss er durch die Tür, es hilft nichts. Gundolf, durch die Tür. Ja, super. Der nächste Skeletten-Typ. Hinterhalb hin, Gundolf. Du hast nur zwei Leben. Eins, zwei, drei. Weg mit dir, Gundolf. Du bleibst da stehen. Die Kavallerie rückt an, hoffe ich. Ja! Bist du deppert? Wenn der jetzt drei gehabt hätte, war ich tot gewesen. Bist du? Da steht der bei der Tür und ich komme nicht rein, gell? Ich meine, abgesehen davon, dass der Papa da nicht durchkommt, weil ich nur zwei gewürfelt habe. Sechs, aber ich komme nicht rein, weil er steht vorne drinnen, gell? Wohl, er steht nicht vorne drinnen. Drei. Boah. Moment, habe ich den schon ausgestattet jetzt da? Einen Spock habe ich ausgestattet, aber einen Gundolf nicht, gell? Na, schau, schau, schau. Bisschen mitdenken. Bisschen mitdenken, bisschen mehr mitdenken. Und Attacke. Tschüss, Elf. Ach, tschüss, Elf, sage ich. Tschüss, Skeleton. Ich bin ja der Elf. So, Gundolf, du hast nur mehr zwei Leben. Wir können uns aber Leben holen. Machen das jetzt aber nicht. Schauen da rein und gehen einen Step auf die Seite. Achtung, wo sind wir jetzt da? Jetzt geht die Party richtig los. Wir gehen da rein. Ja, passt. Bleiben da stehen. War jetzt nicht taktisch sehr klug. Durchsuchen nach Fallen. Schau, Pit Trap. Da ist sie. Gut, 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 Gundolf. Gut gemacht. Ich könnte probieren. Okay, vier Schritte. Bin ich da? Ein Schritt noch. Bin ich da? Da haben wir schon gesucht, alles 100 Mal. Ah, nein! In a bundle of rags is a small bottle healing. Der Baba healing. Super, weil der Baba hat nur zwei Leben. Healing, du kommst mir wie gerufen. Schnell eine Potion healing. Yes. Und wir sind geheilt. Jawohl, das sechs Leben. So, weiter geht's. Elf, mit dem folgen wir jetzt. Kann ich nicht einigen? Ein Gott. Macht nichts. Jetzt teilen wir uns ein bisschen auf. Jetzt machen wir das einmal ein bisschen anders. Wir schauen mal da oben. Suchen nach Gems. 25 Gold haben wir gefunden. Okay, passt. Nächster Move. Du hast super, super entdeckt, dass da eine Falle ist. Das heißt, wir gehen da jetzt auf. Da auf. Haben noch dann drei übrig, wenn wir das eingehen. Ja, der Skeletttyp ist uns eigentlich echt egal. Hätte ich jetzt einen Bogen, könnte ich ihn anschießen. Wir gehen da nur eins nach vor. Rosten. Ich mache jetzt Folgendes. Wir teilen uns jetzt wirklich auf. Ich gehe jetzt da noch... Nein, ich teile mir nicht so viel auf. Ich bleibe ein bisschen bei meinen Leuten. Siehst du, wie langsam ich bin? Zwei Schritte nach vor. Was soll ich da großartig machen? Und rasten. So, Spock hingegen ist ja da jetzt nach unten unterwegs und schaut sich das Ganze ein bisschen an, was da unten so los ist. Und
geht da jetzt mal rein. Da wird ja wohl keine Falltür sein. Ich meine, das war ja doof, weil dann kommen wir ja nicht weiter, oder? Und durchsucht nach Gold. 50 Goldstücke. Die können wir mal brauchen. Wir brauchen Kohle zum Aufrüsten. So, okay. Das heißt, jetzt haben wir ein bisschen aufteilt, wenn wir uns die Mappen so anschauen. Ich bin da unten. Wizard ist auch. Der Barbarian. Kommt noch. Langsam, hoffe ich. Langsam, aber sicher. Was mache ich mit dir da jetzt eigentlich? Ich könnte mit einem Zauber den killen. Das mache ich ja. Ich probiere das. Ich gehe da jetzt einen Schritt nach vor. Und hol meinen Zauber raus. In dem Fall war das ein super Fire of Wrath. Der Genie war super. Der Genie ist auch super gewesen. Den nehmen wir. Wir attacken jemanden. Und attacken jetzt da den Skeleton da. Enemy is dead. Super Genie. Siehst du, das ist gut gelaufen. Passt. Haben wir zwar einen Genie verbraucht. Aber den da drüben mal so um ihn ist, glaube ich, nicht schlecht. Und mit ihm könnte man durch den Rock durchgehen, gell? Glaube ich. 4. Ich trotte hinterher. Schau, gut, wie ich nochmal geschaut habe. You released a potion of speed. Okay, die kann ich mal einsetzen. Die Geschwindigkeitspotion, weil sonst bleibt sie über. Der braucht sie, ne? Und du schaust uns da jetzt ein über der Tür. Skelett. Ah, Skelett. Skelett, sagt man auch nicht Skelett. Den versuchen wir von hinten zu eine zu geben. Yes. Gut gegangen. Gut gegangen, gut gegangen. Das schreit förmlich schon fast nach einem Kaffee. Und zurück. Back in Business. Ein bisschen orientieren. Wo sind wir jetzt gerade? Wir sind da unten drinnen. Die zwei sind da oben. Ein bisschen aufteilt. Okay, wir gehen das mal so an. Ja, probieren wir es einfach mal. Wir haben noch 4. Und da haben wir noch 2 Leben. Da sollte ich mich fast heilen. Da könnte ich jetzt eins machen. Ich könnte da jetzt eigentlich da oben durchbrechen. Ich hab ja mit dem die Möglichkeit, durch Standards gehen, wenn ich das richtig sehe. Das probieren wir jetzt mal aus. Pass through rock. Wo möchte ich durchgehen? Da. That spell has no effect against an enemy. It is wasted. Das war ja kein Enemy. Also so funktioniert es nicht. Pass through rock, so funktioniert es nicht. Wieder zurück. Ich hätte gedacht, ich kann mit ihm durchgehen. Schau, Sievis. Du auch da. Alter Freund. Ja, was die? Ich bin ein bisschen langsam unterwegs. 6. Oh, was ist denn das? Eine Mumie. Wie sind wir ausgerüstet eigentlich? Schauen wir mal noch besser gesagt, bevor wir da angreifen. Wie sind wir ausgerüstet? Wir haben alles super. Gemma drauf auf die Olga. Die Mumie von hinten mit einem schönen Schwert. Bam. Nix ist. Mumie hat überlebt. Was ist denn eigentlich das da? Das verstehe ich auch nicht ganz noch. Die 2 da. Das verstehe ich noch nicht ganz. Okay. Wir würfeln eine heiße 2. Ich muss jetzt nochmal schauen. Mit dem bin ich jetzt da eingegangen und unten ist eine Tür. Habe ich da schon auffallen durch Dings? Okay. Ich kann auch zuerst durchsuchen, auffallen und dann mich bewegen. Schau. Box, box, box. Was wir hier alles kennen. Wir folgen unserem. Kann er nicht folgen, weil ich da stehe bei der Mumie. Und ich hätte noch 10 Punkte zum Gehen. Mumie greift mich an, aber schau mir an, schau mir still da an, 5 Schild, bumm, und du kommst mit an, daher, da. Also ich bin schon ein Lackl, ich bin zwar langsam, aber ein richtiger Lackl, komm her, Mumie. Tschak! Gibt ja noch eins gehabt da jetzt, aber es ist wurscht, du bist tot. Jetzt brauche ich halt noch wirklich einen Schluck Kaffee zuerst, aber ich brauche halt noch wirklich eine große irgendwas in der Hand.
Ja, da anständige Klingen in der Hand, wo ich mal richtig Gas geben kann. Ja. Achte, eine da. So, wo sind wir jetzt? Orientierung. Wir sind jetzt da unten. Da oben sind fallen Rocks, kommen wir nicht weiter. Achtung, da ist jetzt aber, da müssen wir jetzt aufpassen. Wir durchsuchen wieder. Nichts gefunden. Okay? Und können uns jetzt noch nichts mehr bewegen. Okay. Stehen. Der Gundolf und ich, wir sind schon zwei Gesellen, gell? Die da so unterwegs sind. Könnten eigentlich wir zwar sein, Powerslave. Du hinten mit der Armbrust oder dem Fidschi-Pferl, ich voraus als Baba. Baba. Perfekte Team, so hätte ich gesagt. Eigentlich war sicher lustig zu zweit spielen. Du da sitzen das. Oder du mit dem Teamviewer auf mein Notebook und einmal spiel ich's, einmal spielst du's. Das würde auch gehen. Das würde sogar gehen. Man könnte das sogar im Online-Multiplayer-Koop spielen. Alter! Online-Multiplayer-Koop. Hero Quest 1991. Ich bin begeistert. Das würde echt gehen. 100 Goldstücke erfunden, schau. Gundolf hat sie angefunden. Der Gundolf hat sie den genommen. Powerslave hat sich den genommen. Ich weiß es sehr, dass er insgeheim schon gedruckt hat, da jetzt bei mir da. Und gesagt, das ist meins. Mein Schatz. Ich bin halt überdraht, weil ich schon so viel Kaffee gehabt habe, glaube ich. Das merkt man dann immer. Zwei Schritte. Ich gehe nur an, weil dann kann der Gundolf mich überholen, wenn er so drauf aus ist, auf die Schätze. Holst die. Aber inzwischen geht die Geschichte von Spock weiter. Weil Spock kann da aufgehen, hat da oben aber die Fallen Rocks. Aber ich gehe trotzdem auf. Ich gehe trotzdem auf und schau, dass ich nichts sehe und gehe wieder zurück. Weil es für nichts war. Ja, macht nichts. Aber Spock ist wissbegierig. Der will immer schauen, ob es was gibt. Ah, jetzt müssen wir mal aussetzen. Bisschen zu lang geschaut auf den Schatz. Aber das ist es immer wert. Gundolf überholt mich. Der gierige Gundolf. Kannst du mich nicht überholen? Wieso kannst du bei mir nicht vorbei, Gundolf? Das verstehe ich nicht. Schau, Opening a Pit Trap. Wow. Oh! Danke, Gundolf, du hast mich gerade gerettet. Danke, Powerslave, dass du mit deinem Klick du mich da gerettet hast. Im Multiplayer-Koop. Was ist denn da jetzt los? Ich komme da, ich muss. Was ist denn da jetzt? Wenn ich da jetzt drüber gehe, verliere ich ein Leben. Ich hab nichts zum Healen. Achtung! Da müssen wir aufpassen, Burschen. Gundolf kann nichts mehr machen. It's my turn. Also, ich habe sechs. Ich probiere es einfach, weil ich muss jetzt um mich, oder? Ja. Es hat gehalten. Es hat unter mein Gewicht nachgegeben, aber weil der Gundolf diese Falle vor mir entdeckt hat, ich bin dir so dankbar, bin ich nicht runtergefallen. So. Wir haben keinen Move mehr, aber wir können noch durchsuchen. Ich durchsuche natürlich brav noch irgendeine Fallen. Nicht so wie der Gundolf. Ich kenne den Gundolf auch in einem Powerslave. Ja. Wäre Überlegung wert. Weiter geht's. Guck mal, das ist so lang braucht für auch so eine Quest. Ich gehe aber mit dem Gundolf nicht hinterher, oder? Muss ich? Na ja, sicher. Was ist denn, wenn es beim Gundolf noch gibt? Der hat nur mehr zwei Leben. Es haltet. Es haltet. Ja, bitte, wenn es beim Baba-Baba haltet, muss es beim Gundolf auch halten, oder? Der kann ja nicht umgehen. Steht da im Weg oder was? Okay. Ich sehe, steht im Weg. Fragst den blöd, wenn du weißt, dass du im Weg stehst. Wow! So, das wird jetzt ein Hetz, meine lieben Herren. Ich mit Gundolf im Zimmer. Zusammen mit mächtigen Gegnern. Wie
gehen wir das jetzt am besten an? Ich habe vier Steps. Ich kann einen Step beiseite treten und mit der Armbrust den Skelett ins Kreuz schießen. Hört sich für mich einmal am vernünftigsten an. Mit der Armbrust. So. Dem Skelett diesen hier. Yes. Schön. Gut. Guter Move. Okay. Passt. Nächste Runde. Spock ist an der Reihe. Spock hat ja ganz, ganz eine andere Reise wie wir. Leider. Könnte man jetzt da drinnen eventuell brauchen. Leider. Da drüben ist ein Fallen Rock. Aber da muss ja was sein. Da muss ja was. Entweder ist ja da unser Endgegner oder unser Talisman zu finden oder da. Weil da drin. Naja. Spock hat seine eigene Reise. Und geht. Oh, boah! Boah, 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 boah. Da wollte ich jetzt gar nicht so anbuhren. Holy Water. Das heilige Wasser ist gegen Untote. Das könnte ich jetzt einsetzen in meiner Dreierpartie. Aber da ist ja das Bock nicht dabei. So, Gundolf, komm rein, hilf mir bitte. Gundolf erscheint im Raum. Gundolf erscheint immer. Gundolf muss mir jetzt helfen, weil ich glaube, die zwei könnten stärker sein. Wir werden jetzt einen Zauber auspacken von Gundolf. Ich weiß nicht, was Tempest ist. Ball of Flame. Wir hauen jetzt einen Flammenball. Einen Flammenball. Das ist die Mumie. Und das ist ein Zombie. Der Zombie steht weiter neben mir, aber die Mumie, wir hauen den jetzt auf den Zombie. The enemy is dead. Sehr gut, Gundolf. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Er greift mich an. Das ist sehr gut. Weil schau mir an. Schau mir an. Ich habe die stärkste Rüstung ever an und du greifst mich an. So nett. Weil ich greife die jetzt an. Ich greife die jetzt an. Aber ich muss jetzt mich ein bisschen umbauen. Ich stehe neben ihm, hinter ihm. Nimm wieder mein Short Sword, mein kurzes Schwert und stich es eben gezielt in die Rückenpartie. Zack. Jawoll. Tschüss. Hey, das haben wir gut gemacht. Gandalf, gut gemacht. Ist in dem Raum jetzt was? Da müssen wir dann schauen. Inzwischen geht die Reise vom Spock weiter. Achtung, wir schauen aber auch mit ihm. Ich bin nämlich zu weit gegangen. Ich bin zu weit gegangen. Bevor wir da jetzt weiter tun, gibt es da Geheimtür? Nix. Keine Geheimtür. Dann bleiben wir da stehen. Macht nichts, Bock. Deine Reise ist nicht zu Ende. Gundolf, du bewegst dich einen Schritt auf die Seite und checkst den Raum nach Geheimtüren und Fallen. Nichts. Macht nichts. Das heißt aber auch wiederum, bei uns, Gundolf, ist da nichts zum Reißen. Der Raum. Wir durchsuchen den aber dann nach Geld. Das mache jetzt mal ich. So, wir haben einen Talisman gefunden. Ich applaudiere mir gerade selbst. You discovered the talisman of lore. Carry this always to strengthen your mind power. Okay, das machen wir. Okay. Talisman gefunden. Talisman gefunden. Können wir da aber nicht tragen. Aber da drinnen, in unserer Schatztruhe, ist jetzt der Talisman of Lore. Den ich nicht nehmen kann. Oder habe ich den immer mit? Verstehe ich jetzt nicht, momentan. Wir gehen aber da nicht raus, weil sonst kommt unser Gundolf dann nicht raus. Wir warten da jetzt da. Wir sind mit Spock da auf der Reise gewesen, haben da geschaut, ob es eine Gänge gibt. Jetzt weiß ich nicht, habe ich noch Schätze gesucht. Scheiße. Ja, Scheibe. Aber jetzt umsonst der Move. Ah, ich kann trotzdem noch gehen. Ich gehe wieder zurück. Und bei der Tür rein. Ja. Und da ist ein Elend drinnen, aber wir gehen nach hinten. Nein, ich hab nicht. Eine Falle, eine Falle. Einen verloren, einen Körperpunkt verloren, einen Trefferpunkt gesetzt. Ah,
und dadurch auch kein Move mehr. Drei Leben nur mehr. Und er kann mir jetzt angreifen. Gundolf, wir gehen da raus aus dem Ganzen. Jetzt ist die Frage, ist das der Talisman, den wir gebraucht haben? Wir schauen trotzdem da oben noch links rüber. Wir schauen da trotzdem noch links rüber und durchsuchen das Ganze mal noch Fallen und Türen. Nichts gefunden. Schau, wir haben damit so viel Schönes ausgeholt. Nochmal Glück gehabt. Bist du narrisch? Super. Spock, sehr gut. Ich folge dir, Gundolf. Und durchsuche nach Schätze. Und wir kriegen schon wieder einen ab. Und schon wieder einen Treffer und schon wieder ein Leben weniger. Einen Pfeil. Gut, wir haben aber genug, Gott sei Dank. Jetzt bin ich, bewege mich hinter ihn hin und versuche ihn in den Rücken zu hauen. Au, unentschieden. Damit bin ich ihm wieder ausgesetzt und Gundolf kann weiter. Scheibe, Skelett. Aber ich probiere jetzt trotzdem mit Tempest, Swift, Courage, Fire. Wir hauen ihm jetzt das Fire um den Schädel. Enemy is dead. Super. Sehr gut. Ich kann es eh nicht mitnehmen in die nächste Runde. Ich stehe jetzt blöd. Er greift mir an und tut mir weh. Ich habe nur mehr ein Leben. Und jetzt ist höchste Zeit abzuhauen. Zuerst mit Baba Baba nachziehen. Vier Schritte. Komme ich nicht raus. Ich komme aus dem Raum nicht raus. Zaubern. Alles, was geht jetzt da. Ah, ich habe ja Healing. Ich nehme Healing. Ich brauche das Healing für mich jetzt da. Das war wichtig. Sechs Leben wieder. Und jetzt kann ich noch immer angreifen. Super. Geschau. Ich krieg den nicht hin. Ich krieg den nicht gebacken. Ne? Ach, Mist. Na, wir gehen da noch nicht rein. Durchsuchen mal noch Schätzen. Leather Jerkin. 10 Goldstücke. Nicht wirklich die Welt. Aber der Mensch freut sich. Er greift mir wieder an. Ich halte es aus. Ich habe super Schild. Ich folge doppelt Botschat unseren Gundolf. Na, haben wir da schon geschaut ein bisschen so? Ja, sicher, gell? Ja. Und jetzt greifen wir ihm an. Ja, Gott sei Dank, er ist tot. Spock's Journey continues. Daher. Und wir gehen gleich rein, oder? Oh, was ist denn dann da? Sind wir da noch beim Gang draußen, gell? Ja, sind wir beim Gang draußen, sehr gut. Wir gehen rein und gehen zwei Schritte weiter. Sehr gut. Und da geht der Gundolf weiter. Drei Schritte bis daher. Geht nicht in die Tür hinein. Geht eher einen Schritt auf die Seite, weil jetzt kommt er. Schauen wir mal. Noch. Mei, kommt ein Monster. Ich habe nur zwei Leben in Gundolf. Das ist blöd. Und nimmt mal eins weg. Achtung. Achtung. Naja, zwei habe ich noch. Plätzchen. Achtung. Was habe ich jetzt da? Zaubern? Kann ich nichts mehr. Habe ich nichts mehr. Potion? Habe ich nichts mehr. Ich kann eigentlich nur die nächste Runde einläuten. Und er greift mir an und nimmt mir Leben weg. Na, 2-1, Blödsinn, hat mir nichts weggenommen. Immer verschaut. Alles gut, ich komme, Gundolf. Ich brauche nur ein paar Stunden. Und jetzt geht hier die Reise vom Spock weiter. Spock ist da unten, kommt oben wieder dazu. Das heißt, eigentlich... Eigentlich haben wir es. Eigentlich könnten wir uns alle wieder da treffen. Aber ich komme da nirgends durch, oder? Sehr. Nein.
Ich komme da nicht durch. Ich komme mit dem Spock da nicht durch. Ich komme da nicht rein. Scheibe. Das heißt, ich muss mit dem Spock ganz um und um gehen, weil ich da bei den Fallen Rocks nicht vorbeikomme. Bist du deppert, der ganze Weg zurück? Und mit denen das Gleiche. Über die Fall drüber. Es scheint so, gell? Also heißt das für mich Retourgang. Oder? Ah, na, Retourgang. Oder wir fahren da durch. Wir gehen einfach gerade durch. Da waren wir noch nirgends. Vielleicht finden wir da mit dem Spock ein paar Sachen an. Wir gehen durch. Wir gehen mit dem Spock durch. Noch zwei Schritte. Schätze. Na, kommt ein Monster. Das macht uns aber nichts. Spock ist stark. So, und wir haben das Problem jetzt da, dass wir da bei der Tür, da gehe ich noch rein, das möchten wir uns schon anschauen. Wir haben jetzt sieben, wir gehen da jetzt rein. Wow! Wow! Und da bin ich einmal richtig jemand umkatscht. Du gehst doch hin, könntest zur Not bei der Tür aus sich flüchten. Du zauberst den gleich einmal sowas von an auf den Latz. Rock Skin. Was hast denn das? Hau ihn mit deinen Star auf ihn? Rockskin auf dem Gargoyle. No Effect. Oder wäre Rockskin, das irgendwie als ein Star tarnen kann, oder was? Der greift inzwischen an Spock an. Spock überlebt es aber ohne ein Problem. Er kommt jetzt noch mit drei heißen Schritten. Kommt natürlich damit nicht in die Tür rein. Und steht draußen wie ein Örch. Er greift aber den an. Spock hat sechs Leben. Jawohl, gut gemacht, Spock. Gut gemacht. Und geht zwei Schritte weiter. A Rock Trap. Super, blockiert den Weg. Spitze. Jetzt komme ich nach hinten nicht mehr weg. Naja, dann müssen wir nochmal fahren. Das hilft ja nichts. Ich wollte fahren weitergehen. Wurscht. So, Gundolf, was machen wir mit dem Haberer? Du hast fast kein Leben nicht. Du hast keine Heilung nicht. Du hast nichts. Weißt du was, Gundolf? Aussie mit dir. Aussie, du hast da drinnen nichts verloren jetzt da. Du gehst da aussie. Aber den müssen wir wohl zusammenbringen, oder? Von hinten. Attacke. Unentschieden. Okay. Er attackiert mich. Macht mir nichts. Mein Schild war schon wichtig. Papa kommt hinten noch mit einem Schritt. Du Kaffee. Ah. Spock geht weiter. Drei Schritte. Sucht nach Schätzen. Und das kommt schon wieder Monster. Unentschieden. Und Gundolf haut jetzt aber wirklich einmal den Zombie, die Schädeldecken. Unentschieden. Da kann ich noch was tun. Da habe ich eine Rolle oder irgendwas? Habe ich irgendwas? Ich habe ja nichts. Habe ich nichts. Gundolf hat nichts eingesteckt. Das haben wir ja ausgerüstet. Wenigstens die Rüstung ist gut. Ja, aber nichts zum Attackieren, man merkt es, gell? Gott sei Dank, Spock ist stark. Spock macht es nichts. Spock ist auch gut gerüstet. Gundolf macht es auch nichts. Auch gut gerüstet. Ich komme! Also, der Papa hat jetzt eine eigene Aufgabe. Nämlich den zu eliminieren. Ich gehe jetzt nach hinten, hole meinen. Nicht Bogen raus, sondern meinem Armbrust, mir fällt es schon wieder nicht ein.
meine Armbrust und schießt mit der Armbrust den genau zwischen die Augen. Genau zwischen die Augen. Zack. Gargoyle, zack. Enemy out of range. Warum bitte? Ich stehe weit genug entfernt. Warum bitte ist er out of range? Ich habe den Crossbow ausgestattet. Ich habe alles da, dass ich den Gargoyle angreife und der ist out of range. Why? Ich das verstehe ich nicht. Wenn es wer versteht, bitte in die Kommentare schreiben. Wir haben 11 Moves mit dem Spock. Natürlich, 6 Leben, Vollgas, wir greifen den an. Wieder unentschieden. What the hell? Was ist los, wir gehen denn davon? Kann ich nicht, gell? Moa! Gundolf, bitte, wenigstens du. Danke. Danke, Gundolf, wir müssen mit deinen 2 Leben aufpassen. Das war jetzt wichtig. Du hast da 200 Goldstücke, es wäre schon drum. Was haben wir da jetzt noch? Gundolf, du wartest jetzt da mal. Du tust jetzt mal nichts mehr, verstehst? Du gehst höchstens noch daher. Und bleibst jetzt da und wartest. So, er macht mir nichts. Das Bock. Ich wieder. Kann ihn jetzt angreifen? Ich kann den Gargoyle nicht angreifen mit meinem supergeilen. Aber wenn ich da hergehe, kann ich ihn dann angreifen mit meiner Armbrust. Das geht auch nicht. Die Armbrust, für was habe ich die dann mit? So kann mir das wer sagen. Ich habe noch 2 Moves. Einen da her und dann einen Nahkampfangriff. Das hilft ja nichts. Umrüsten. Nahkampfangriff. Short Sword. Und jetzt klopft mal drauf auf ihm. Schauen wir, was passiert. Enemy out of range of your weapon. Ich kann ihn nicht angreifen. Der steht da und ich kann ihn nicht angreifen. Ich versuche mal noch schätzen. 120 Coins. Was tut der da bitte? Ha. Schluck Kaffee. Bitte jetzt, Spock, reiß die Zaum und schlug ihn bitte nieder. Jo, danke. Drei. Super, ich habe mir noch gedacht, minus ein Punkt, eine Falle ausgelöst. Ja, gut. Wurscht, wir haben genug Leben mit dem. Du, Gundolf, und du kannst ja auch nichts gescheites zaubern mehr, oder? Warum lassen wir dann den Haber nicht einfach, wo er ist? Schauen wir da rein. Ja. Gehen wir auf die Seite. Suchen wir noch Traps. Secret Door. Es ist kein Trap, es ist ein Secret Door. Super. Und wir kommen mit dem Baba Baba hinterher, weil wenn er nichts tut, dann soll er draußen gehen. Ist mir wurscht. Zack, 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 zack. Tschüss. Ja, sicher. Das ist mir wurscht dann. Komisch. Warum ich denn nichts tun kann? Wir suchen da noch Schätze. Stärke. Brauche ich eigentlich ja, nicht Stärke. Gold war mit Leben. Haben wir da schon noch, was hier, haben wir auch schon durchsucht. Sechse, du kommst da her. Gehst aber noch nicht rein, durchsucht noch den Raum. Nichts gefunden. Und Baba Baba folgt dir. Unauffällig. Ja. Ich durchsuche nochmal, sicher, da hat er nicht gescheit geschaut, da kommt er. So, da schauen wir wieder. 20 Goldcoins. Jetzt schauen wir nochmal auf die Map. Jetzt treffen sie da oben langsam unsere Gesellen wieder alle. Jetzt sind wir da drinnen und bräuchten einen Ausgang darüber. Geheimtür nach oben, das heißt, ja, wir kommen da wieder raus, wir kommen jetzt alle zusammen da hin, das ist nichts anderes. Servus.
Geil. Wir sind alle benannt. Jetzt gehen wir Richtung Heim gehen. Jetzt gehen wir einfach Richtung Heim. Da ist er durch. Sehr. Servus, du auch da? Mei, das war zu Blödsinn. Jetzt kann der nicht vorbeigehen, wenn er mehr würfelt. Also, zwei, er würfelt eh nur ein Zweier. Ja, jetzt können wir heim spazieren. Jetzt könnt ihr das Video noch vorspulen, weil es wird da wahrscheinlich nicht viel passieren, oder? Außer jetzt da ein paar Minuten lang Weg nach Hause. War kann ich doch wie abkürzen eigentlich? Wenn ich da reingehe und da reingehe, komme ich nur da um. Ich kann nicht abkürzen, gell? Ich komme da nämlich dann nicht raus. Definitiv nicht. Und da gibt es ja keine Tür oder was, genau. Okay, passt. Naja, war nur ein Versuch, nicht lachen. Hätte sein können. Boah, der Papa gibt wieder Gas. 3 Schritte, pass auf, nicht rausgibst du. Nimm dir Beispiel. Spock geht 8 inzwischen. War ja blöd, kommen wir wieder nicht vorbei, aber wir fühlen uns an, sehr wurscht. Gundolf zieht da richtig an. Glaube, da habe ich alles durchsucht. Mei, da würfel ich mal einen Fünfer und dann kann ich nicht gehen. Jawohl, kann ich. Was hast du? 9 ist gut. Alle benannt schon, ne? Schauen wir mal kurz rein. Da oben, jetzt kommt da die Trap, da müssen wir durch und dann da rauf und dann. Moment. Sieh, und dann da rein und dann da rein. Allega mio, Alter, das ist ein weiter Weg. Super, ja. Haben wir gewusst, weil da ist ja der gewesen, genau. Wow, Öfe. Der holt sich gar ins Gundolf. Werde ich jemals nachkommen? Wartet auf mich! So, kommen wir wenigstens noch, ne? Wir müssen jetzt geradeaus durchmigen. Geradeaus durchmigen. Geradeaus durch, haben wir gerne mal gesagt. Geradeaus einigen. Ich da schon geschaut drin? Und da Offizier. Und folgen. Zähne! Ich hol die jetzt. Ah! So nett. Wartet doch auf mir, Trotteln. 16 ist nicht nachgekommen. Wow, 12er. Ein Doppelsechser. Und ich hinten noch mit einem Dreier. Grüß euch, Buben. Ich brauche ein bisschen länger.
Da ist das Ziel. Da ist das Ziel. Wir haben den Talisman. Warum wir den Angängernatum kennen, umbringen, weiß ich nicht. Stört mich aber auch nicht, denn wir haben unser Ziel erreicht. Und das ist wichtig. Mission completed, wenn wir da jetzt reingehen. Hoffe ich. Yes, you have escaped the quest intact. Well done. Geld nehmen wir mit. 185 mit dem Spock. Gut gegangen. Gundolf folgt auch hier, hat nicht mehr so viel Lebensenergie, Nummer 2, aber auch er ist rausgekommen mit 210 Goldstücken. Und den Talisman habe ich mit. Und naturgemäß brauche ich ein bisschen länger. Mal, mit einer Ansa sowieso. Aber ich komme. Ich mag das Spiel. Ich muss echt sagen, ich habe jetzt ganz viele verschiedene Sachen gespielt und probiert und Elder Scrolls Online mit super Grafiken, Atmosphäre ist ein bisschen so Disney-mäßig. Das ist nicht so meins, weil es einfach nicht düster genug ist. Haben wir ja schon drüber geredet, PowerSlave. Aber das ist etwas, da habe ich richtig Lust, mich dazuzusetzen, Level für Level, mich da fortzubewegen, aufzuleveln, meine Charaktere hochzuleveln, die mitzunehmen, mit denen eine Gemeinschaft zu bilden. Das mag ich. All players are out. Komischerweise, ich hätte nicht gedacht, dass mir HeroQuest nach 30, 33 Jahren immer noch so gefällt. Immer noch so gefällt. 50 Minuten Quests, ich sitze dabei mit voller Freude, freue mich auf die nächste Quest, möchte schon alles kaufen für meine Leute, möchte wissen, warum es der Bums, die nicht mitkommen kann. Das stört mich noch ein bisschen, werden wir rausfinden. Aber ja, vielleicht bin ich da allein mit der ganzen Geschichte, dann bin ich da frei, aber ich weiß nicht. Mir gefällt's. Bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Tschüss.